Guten Morgen und herzlich willkommen wieder bei Freyas Orakel und Wegweiser. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Bei mir scheint um diese Zeit schon voll die Sonne rein ins Fenster, also richtig herrlich. Scheint wohl ein richtig schöner Tag zu werden, so wie es aussieht. Ja, meine Lieben, wir schauen jetzt mal an die Tagesenergie vom 15.03. Und ja, ich habe schon so auf den ersten Blick gesehen, um was es sich handeln könnte. Also schon mal, das erste könnte schon mal das Berufliche sein, das zweite natürlich auch, aber auch die Liebe. Ne, das schauen wir jetzt erstmal drauf. Also, hier oben geht es heute erstmal in der Hauptenergie um die heilige Liebe. Ne? Und da wird mir hier reingegeben, dass das bedingungslose Liebe wird mir hier zum Beispiel erstmal reingegeben, ne? Dass man bedingungslos liebt. Dass aber heute dir eventuell vielleicht auch so eine Liebe begegnen könnte. Ne? Oder dass es sogar was ist, was du liebst. So, das zweite ist Mutter, Vater, Gott. Ne? Und da kommt mir jetzt hier rein die Dreieinigkeit oder sowas. Ne? Dass hier alles miteinander verbunden wird. Ja, und diese Karte sagt aus, dass man mit allem ganz ist, ne? Hier oben, das sieht so aus wie die Urquelle. Es geht um deine komplette Ganzheit an diesem Tag, ne? Vielleicht auch um deine eigene Liebe zu dir, ne? Dass du zu dir stehst, dass du weißt, du bist von oben beschützt, ne? Du bist von oben geführt. Du greifst hier auch nach dem Licht, so wie das aussieht, ne? Du vertraust natürlich auch auf die Dinge. Dann geht es hier, übrigens meine Kartendecks sind unten alle in der Infobox verlinkt, dann geht es hier um eine Sache, wo du die Augen verschließt. Ne? Entweder geht es um eine Sache, wo du wirklich hier die Augen zu hast, wo du nicht hinschauen willst, oder es geht einfach darum, dass du auf deine innere Stimme vertrauen und hören sollst, dass du wieder was in eine Balance bringst, was hier mangelt. Also da ist irgendein Mangel im beruflichen, finanziellen oder gesundheitlichen oder vielleicht auch in der Verbindung. Und dass du wieder in die Gefühle reinkommst, dass du deine Leidenschaft lebst, ja. Komm wieder richtig in die Gefühle, in die Leidenschaft. Und man sieht auch, du drehst dich auch um und gehst deinen Weg. Also, ne, du gehst deinen Weg der Sicherheit. Du arbeitest auch hier hart für deine Sachen. Und es geht darum, wieder in die Lebensfreude dich reinzuwerfen, kreativ zu werden. So, und da könnte es mit den 9 der Münzen um einen Sieg gehen. Ne? Du könntest heute hier vielleicht einen Sieg einfahren. Du hoffst es dir natürlich, dass du hier Erfolg auch hast. Ne? Dass du hier belohnt wirst, dass du ja wertgeschätzt wirst. Und ja, vielleicht war das nicht immer so mit dem 5 der Kelche. Vielleicht warst du traurig hier gewesen. Ne? Hast dich hier ein bisschen zurückgezogen. Das kann dir wirklich so im Beruflichen, ne? Es kommt mir so rein, vielleicht wurdest du im Beruflichen überhaupt nicht so richtig wertgeschätzt für deine Sachen oder auch bei einer Person oder so beim Chef. Und ja, und man arbeitet aber hier an etwas gemeinsam, vielleicht auch mit mehreren Menschen. Mit den 3 der Münzen geht es darum, an einer Sache gemeinsam zu arbeiten. Ne, man hat hier schon Dinge gesät, man hat hier schon, man hat hier schon geholfen, dass das Ganze ins Wachsen kommt. Und man kann natürlich auch schon einige Sachen davon ernten. Und du hast da wirklich hart dran gearbeitet. Das sehe ich hier mit dem riesen Brocken, den du hier auf deinem Rücken, vielleicht auch auf deinen Schultern hast. Ne, du sollst aber, die Karte fordert dich auf, mach es ein bisschen gediegener. Ne? Steck da nicht ganz zu viel rein. Also du sollst schon was reinstecken, aber du sollst dich nicht überlasten damit. Und die Karte der 6 der Stäbe sagt mir, du wirst diese Anerkennung, diesen Erfolg ernten. Ne? Diese ganze Sache wird heute erfolgreich werden. Heute und noch, ne, die weiteren Tage und Wochen wird das erfolgreich sein. Also heute kann es wirklich sein. Für viele kann das hier mit der Arbeit sein, ne? Dass du an etwas gearbeitet hast, wo was ins Wachsen kam, vielleicht auch mit einem Team, mit mehreren Menschen. Du hast immer nie so richtig den Erfolg, die Anerkennung gesehen, hast auch wirklich hart gearbeitet. Und heute ist hier die Erfolgskarte dabei, dass du hier wirklich heute diesen Sieg einfährst, den Erfolg hier erntest in dem, wo du auch viel reingesteckt hast. Dann geht es hier darum, um das Labyrinth. Das Labyrinth ist ja eine Karte, wo man nicht so richtig weiß, wohin. Ne? Wo man keinen Durchblick so richtig hat, man irrt da rum. Und ja,
Aber heute ist auch hier wieder die Erfolgskarte, die Sonne dabei. Die Sonne bedeutet, man hat Erfolg, man hat Glück, das kleine Glück liegt auch noch mit dabei. Hier ist das kleine Glück, das große Glück. Ne? Es wird was erfolgreich, über das du dir vielleicht auch viele Gedanken gemacht hast. Also du findest aus diesem Labyrinth heute raus und du schaust dir hier noch etwas an mit einer Person. Das kann mit dir selbst sein, das kann aber auch mit einer anderen Person sein, ne, auf die du den Kurs ausgerichtet hast jetzt. Und hier geht es um eine Heilung, ne? Hier geht es eine Heilung in deinem Inneren, kommt mir hier so rein, vielleicht auch mit deiner Familie. Hier kommt ein Wachstum rein. Für die einen oder anderen kann das ein Wachstum im Job sein, dass da was reinkommt. Man hält daran treu fest, ne? Und es geht um den Frieden und die Harmonie und in deine eigene Stärke wieder reinzukommen. Ja, dann geht es heute noch um die Tiefe oder um die Wunscherfüllung. Man möchte hier eine Entscheidung treffen, ne, wenn es um die Tiefe, um die vielleicht eigene Tiefe, also irgendeine Sache geht hier ganz tief, ne? Oder man hat ganz einfach, man denkt nach über seine Wünsche, über seine Ziele im Leben und die Würfel werden heute hier dafür fallen. Wenn es im Beruflichen ist, ist es ganz einfach so, dass man hier wirklich etwas macht, schon eine ganz lange Zeit mit Liebe und man macht das natürlich auch weiter, ne? Das ist eine tiefe Liebe zu einem, ja, zu einem Beruf, den man macht, vielleicht auch zu einer Selbstständigkeit. Und wenn das hier mit der Liebe zu tun hat oder mit einer Freundschaft, ne, das kann ja immer mit vielen Personen, mit zwischenmenschlichen Beziehungen auch zu tun haben, dann ist es hier so, du triffst heute die Entscheidung, dass man hier an etwas festhält, dass man hier ein Gleichgewicht wieder in eine Sache reinbringt, wo hier schon lange Zeit Liebe ist. Ne, da versucht man hier mehr Sicherheit und mehr Gleichgewicht in diese ganze Liebe reinzubringen. Vielleicht auch mit einer Person, wo du dir ja eh schon was anguckst, was ich hier gesehen habe. Ne? Für den einen oder anderen ist es hier wirklich die Freundschaft oder halt auch das Berufliche, ne? Dass man hier schon, vielleicht liebt man auch im Beruflichen schon lange jemanden, ne? Wo man sich was anguckt und wo man hier ein gewisses Gleichgewicht und eine Stabilität auch reinbringen möchte. Ja, das kann wieder auf unterschiedliche Sachen heute zutreffen. Ja? Genau, meine Lieben. Ja, das ist die Tagesenergie heute und ich bin schon ganz gespannt, was uns heute noch für Runen begleiten. Sehr, sehr gespannt. Oh, die Urus, das ist gut. Die Urus, das ist ja die Rune, das ist eine Schutzrune, aber das ist auch die Rune der Erdung. Ja, also dass man in seiner Mitte ist, in seiner Erdung ist. Also richtig gut, die aktivieren wir jetzt gleich mal. So. Das ist die erste. Also Erdung ist heute auch ganz, ganz wichtig an diesem Tag. Ja, weil wir sehen ja hier schon den Mangel, den haben wir ja hier auch schon gesehen, ne? Weil, also du sollst dich ganz, ganz gut erden heute an diesem Tag. Fest verwurzelt sein in deiner Mitte. Ne, die Nautis, das ist die Rune der Erdung. Nicht die Rune der Erdung, sorry. Die Rune des Mangels, damit dieser Mangel wahrscheinlich auch wieder in ein Gleichgewicht kommt, ne, den du hattest hier. Ich bin gespannt, was die dritte Rune mir sagt. Das ist gut, das ist die Daggas. Oh, Leute. Das ist die Daggas und die sagt, hier, nimm mal deine inneren Strukturen vielleicht auch wahr und mach mal eine höhere Anbindung. Also schau auch mal auf die Sache von oben. Ja, einfach mal von oben auf deine Situation drauf gucken. Wir sehen ja hier auch Mutter, Vater, Gott, das bedeutet natürlich auch, werd hier mal ein bisschen leichter, ne, vertraue darauf, schau mal richtig von oben auf deine Situation. Und jetzt aktivieren wir die erstmal. Also komm heute gut in deine Erdung, nimm eine höhere Wahrnehmung ein und schau wirklich von oben darauf, damit dieser Mangel heute ausgeglichen ist. Wird, ja, und ihr seht, die Runen, die sind heute hier schön, auch schön angeordnet im Runenkreis, ne? Also heute kann ein Mangel beseitigt werden, ne? Und du wirst auf jeden Fall Anerkennung und Erfolg erfahren, also richtig, richtig super. Okay, meine Lieben, ich wünsche euch damit einen wundervollen Mittwoch. Ciao, ciao.